Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu Teil 2 unserer Workshop-Reihe Texturen mit Blender für den LS19 derzeit. Ich denke, das wird später auch funktionieren, aber wir wissen, aktuell funktioniert mit dem LS19. In der ersten Folge davon habt ihr schon gesehen, wie unsere Vorbereitungen aussahen. Ne? Blender, den Aufriss von dem Würfel entsprechend als 2D-Grafik exportiert, so dass die Umrisse, nur die Umrisse da sind, mit denen wir, ne, mit denen wir so Anhaltslinien haben, so Hilfslinien, um dann entsprechend die Grafikdatei zu erzeugen. Und als erstes mal sage ich, hallo Chris, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, hallo Mario und hallo zusammen. Und genau, jetzt gehen wir tatsächlich los. Also ihr seht es hier, das war ja unser Ziel hier, den Diffuse-Würfel, erstmal die Diffuse-Map zu erstellen, beziehungsweise diese Datei, die dafür nötig ist, um die Normaltextur zu haben. Weißt du, woher dieses Diffuse kommt? Was soll das bedeuten? Habe ich keine Ahnung. Ich würde hier einen Mist verzapfen, wenn ich jetzt irgendetwas sagen würde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es Diffuse heißt. Ja, genau. Das heißt, Diffuse steht auch überall in den Mods so drin. Also Diffuse ist immer die Normaltextur, wenn ihr irgendwo in meine Textur sucht und Diffuse steht da drin, dann ist das eure Textur, die ihr anpassen wollt. Ne? Richtig. Das ist die normale Grafikdatei, die Bildchen drauf hat. Ja. Wie auch immer es dazu kommt. Wer es von euch weiß, kann es uns gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir lernen auch immer gerne dazu. Vielleicht kommt es aus dem Fotobusiness, diffuses Licht oder keine Ahnung. Ich frage mich nicht. Ja. Jetzt zieht er was an den Haaren herbei. Ich habe jetzt mal geraten. Nein, ja, genau. Vielleicht weiß es ja jemand. Ja. Genau, so machen wir das. Und wie beim letzten Mal auch, ich schalte mein Gesicht wieder weg, damit ihr entsprechend den ganzen Bildschirm auf der Agenda habt. Und ja, ich würde sagen, Chris, wir können weitermachen. Ja. Wir hatten ja die PNG-Datei, die hattest du ja vorhin auf, in der letzten Folge. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in dieser Folge wieder und machen damit weiter. Das ist gut, ja. Dann kann ich loslegen. Hast du den Bildschirm? Ja. Gut, also, bevor dass ich jetzt wieder loslege, nochmal etwas von mir. Und zwar eben die Texturierung. Wir haben uns ja schon vorgestellt, wie soll der Würfel nachher aussehen. Und jetzt, woher hole ich meine Ideen? Also entweder kann ich selber etwas malen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel das Paint.net-Programm von Microsoft, also das ist mein bevorzugtes Zeichnungsprogramm, das kann ich jetzt zum Beispiel verwenden. Ich kann hier einfach etwas reinmalen, also ich muss jetzt aber noch zuerst die UV-Map, die wir gemacht haben, und die habe ich hier exportiert beim letzten Mal, das wäre jetzt der Würfel hier. Ziehen wir den einfach mal hier rein, machen wir das und das schließen. So, und jetzt habe ich da diese UV-Map dieses Würfels. Und jetzt könnte ich sagen, machen wir hier noch eine zweite Fläche. So, und jetzt könnte ich sagen, mach das bitte. Ich möchte, dass diese Seite hier rot wird. Kann ich sagen, okay. Und diese Seite soll irgendwie gelb werden. Also ich kann es ganz einfach texturieren. So hätte ich dann einen Würfel mit verschiedenen Farben. Hier nochmal irgendwie rot. Hier nehmen wir so. Also soll einfach mal ein Beispiel sein. So kann ich zum Beispiel auch texturieren. Das wäre jetzt einfach schlecht und was bringt mir das oder gar nichts. Also, je nachdem, was ihr natürlich braucht und wie eure Vorstellungen sagen, sind. Wenn du bunten Farbenwürfel machen möchtest, dann ist das genau richtig. Dann haben wir es doch. Ja, das ist richtig, aber in der Regel will man ja fotorealistisch arbeiten, aber ja, kann man sein, dass man so einen Würfel braucht, ja, wieso nicht? Und dann kann man das ganz einfach so gestalten, also man muss da nicht um die halbe Welt springen für Texturierung immer, man kann da auch selber mal etwas gestalten. Aber hier wollen wir das nicht, ich habe mir schon... auch, was so einfach ist und was relativ simpel ist, mit dem man starten kann, ist natürlich, wenn man Text draufschreiben möchte, ne? Man macht sich ein Schild, da habt ihr nicht einen Würfel, ja, sondern einfach eine Fläche, genau, die so ein bisschen aufgestellt ist, und schreibt einen Namen drauf und dann habt ihr tatsächlich ein Schild texturiert. Also ist eigentlich schon alles, ja, das ist richtig. Ja. Das könnte ich jetzt auch hier machen, ich könnte hier da zum Beispiel reinschreiben, vorne
Machen wir ein bisschen größer. Dann wäre das vorne und so weiter. Hier könnte ich hinten oder was auch immer. Und dann würde man das auf diesem Würfel dann so sehen. Ja? Also der Chris tut jetzt so. Das müsst ihr nicht glauben, dass Chris genau weiß, dass diese Fläche dann auch wirklich vorne steht. Er schreibt da drauf, er hätte es auch blau drauf schreiben können. Ist eigentlich richtig. Ich weiß es in der Tat nicht, aber ich müsste jetzt wirklich den Würfel nochmal im Kopf aufklappen. Aber das ist natürlich ein guter Hinweis, Nara, das stimmt natürlich schon. Ich muss jetzt genau wissen, welche Fläche wo ist, damit ich dann auch das Richtige vorne schreibe. Und überhaupt, was ist bei einem Würfel vorne? Da kann ich dann drehen, dann ist es, stimmt das schon. Aber bei einem anderen Objekt muss es dann schon stimmen, oder? Welche Fläche? Das müsst ihr natürlich dann wissen. Und um das zu wissen, muss ich halt wieder den Blender kurz öffnen. Muss hier nochmal rein. Jetzt habe ich hier schon etwas gezeigt, wo ich nicht wollte. Nehmen wir, erstellen wir mal das Neues hier. Nein, so. Nehmen wir das. So, was ist jetzt hier vorne und was ist jetzt hier hinten? Also wenn ich im Blender kann ich anklicken, die einzelnen Seiten, dann weiß ich dann genau, was ist welches. Und das muss ich mir dann halt merken. Eigentlich ist es so einfach. So. Gehen wir wieder da zurück. Nein, ich habe natürlich schon meine Ideen gehabt und jetzt gehen wir davon aus, ich möchte fotorealistisch texturieren. Wo hole ich dann meine Materialien jetzt her oder die Grafiken her? Und da gibt es eine Möglichkeit. Entweder habt ihr etwas fotografiert, dann könnt ihr das verwenden oder ihr holt es, wie ich das mache, über das Internet. Also über das Internet. Hier ist zum Beispiel so eine Seite. Den Link bekommt ihr natürlich in der Videobeschreibung. Da guckt unten rein, da ist der Link gleich drin. Jawohl, okay, das wäre das. Aber es gibt natürlich noch andere Seiten. Man kann auch googeln nach Texturierungen und so weiter. Hier hast du natürlich eine super Auswahl von Texturierungen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, gehe ich mal auf Bricks zum Beispiel, also Mauern, dann habe ich hier ganz verschiedene Mauern. Und die sind natürlich bitte ein bisschen darauf, ich bin ungern derjenige, der sagt, achtet auf Urheberrechte, aber es geht genau darum. Also ihr könnt nicht einfach irgendwelche Bilder aus dem Internet nehmen. Die müssen frei verfügbar sein. Die müssen, wenn ihr damit Geld verdienen wollt in irgendeiner Form, müssen die auch kommerziell nutzbar sein. Das heißt also auch, wenn ihr bei Giants den Mod einstellt, dann muss dieses Bild kommerziell nutzbar sein, weil ihr da Geld für bekommt. Also bitte darauf achten, dass die wirklich frei kommerziell nutzbar sind, die Texturen, und dann könnt ihr die da reinbauen. Das ist relativ wichtig, da kann man Abmahnungen für bekommen. Also achtet ein bisschen drauf, wenn ihr Texturen aus dem Internet holt. Eigene Bilder sind sicherlich immer die beste Wahl, wenn ihr die habt. Das ist richtig. Diese Erfahrung habe ich übrigens auch schon gemacht, aber mit Microsoft früher, als ich noch Software gemacht habe, da hatte ich nur schon die Farben vom Microsoft-Logo verwendet und da gab es auch bereits eine Drohung. Also es ist wirklich nicht zu spaßen mit den Bildern. Ja. Das ist jetzt, hier wäre es jetzt gratis, oder? Es sind natürlich auch mehr oder weniger, nein, es sind sogar sehr gute Bilder jetzt hier auf dieser Seite. Und was das Gute ist jetzt hier, die sind alle seamless, also das heißt nahtlos. Ich kann jetzt hier diese Textur am Stück aneinander schön immer wieder verwenden, ohne dass es einen Übergang gibt. Also das hört hier auf und hier fängt es wieder an und nach unten dasselbe. Also dafür ist dieses Bild schon richtig gut, das muss man wirklich sagen. Ja, also diese nahtlosen Bilder, diese Kacheln, die man aneinander hängen kann, die wirklich zu bekommen bei so einem Bild hier, finde ich schon außergewöhnlich. Also das sind eine coole Seite. Wirklich eine super Seite, oder? Aber es ist nicht so. Also ich mache dann auch vielmals, gehe ich dann zum Beispiel hier. Und diese zahlst du teuer hier zum Beispiel auf dieser Seite. Und dann kaufst du diese Bilder aber auch und dann darfst du sie auch nutzen. Aber so ein Bild hier zum Beispiel, das sind dann wieder ein bisschen größere Bilder, noch hochauflösender etc. Die kosten dann halt, oder? Und dafür zahlt man Geld. Also es ist nicht immer alles gratis, aber sehr gute Texturieren kosten halt wirklich Geld. Genau, wenn wir hier nochmal sehen, wo bin ich hier, seamless. Da habe ich maximal jetzt bei diesen Beispielen eine Auflösung von 1000 oder etwas. Und wenn ich natürlich mehr brauche, dann muss ich jetzt hier kann ich es zusammensetzen am Stück.
Und dann bekomme ich einmal irgendwann eine 4000 mal 4000 Größe. Oder dann gehe ich tatsächlich auf eine andere Seite und hole mir dort Texturieren, die schon von Grund auf 4000 mal 4000 sind oder 6 mal 6000. Nur die sind dann wirklich nicht mehr, also selten mehr gratis. Aber je größer und umso besser sie sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie zahlen muss. Und diese sind jetzt hier gratis und sehr gut nutzbar für unser Modell vor allem. Also sehr gut nutzbar. Das habe ich auch gemacht. Ich habe hier, habe ich mir meine, hier ist noch Metall, verschiedene Metalle und so weiter, habe ich jetzt ein paar Beispiele geholt und erzählt dir dann, wie ich das verwenden werde. Wir da nochmal das Paint aufmachen und unser Farbenwürfel ansehen, den löschen wir nämlich wieder. Ich habe hier mal mich entschlossen für eine Größe von 1024 auf 1024. Und das ist jetzt noch wichtig. Nehmt nicht einfach 1000 auf 1000 oder 500 auf 500, sondern nehmt die Giants-Vorgaben. Und die sind 500, die fangen an bei, 512. nein, noch weiter unten, immer durch zwei. 256 oder Genau, 128? 128, 256, 512, 1024, 20, 48 und so weiter. Also nehmt immer diese Größen. Man kann auch kombinieren. Man kann auch 512 mit 1024 kombinieren. Genau, dass die Höhe und die Länge, also die Ja. Höhe und Breite variiert, das geht tatsächlich 512 mal 1024. Kann ich auch machen. Ich würde tatsächlich euch empfehlen, achtet ein bisschen darauf, wie groß euer Mod auch ist. Wenn ihr eine große Halle habt und eine ganze Wand da drauf habt von dieser Textur, dann macht das Sinn. Also die 1024 ist da meiner Meinung nach Minimum. Ich würde da tatsächlich eher auf die 2048 Pixel gehen, weil Ja. ihr die nachher in der Größe auch in der Karte habt. Und der LS19 zeigt das relativ schnell aus. Ihr seht, schwache Texturen. Bei konvertierten Mods aus dem 17er oder aus älteren LS seht ihr, die sind kleiner gewesen. Ja, die brauchen auch weniger Performance, ohne Frage. Versucht aber bitte nicht bei so einem kleinen Würfel mit einem 4000er Bild oder mit 2048 Pixel um die Ecke zu kommen. Das macht keinen Sinn. Also dann auch wirklich darauf achten, die Größe einzuschränken. Kleiner Würfel, da würden die 512 oder sogar 256 wahrscheinlich sogar ausreichen. Richtig, ja, das wäre ist so. Ich habe mich jetzt hier für 1024 entschlossen, aber das ist schon so, wie Mario sagt, den Würfel würde man auch auf 512 mal 512 hinbekommen. Also das würde auch gehen. Und das sieht dann immer noch gut aus. Aber es ist schon, wenn ich etwas Großes muss texturieren, ein großes Objekt, dann nimmt ein bisschen eine größere Grafik und je kleiner, dann eine umso kleinere Grafik. So, und jetzt habe ich hier meine UV-Layout, die habe ich ja vom Blender jetzt extrahiert oder exportiert und nehme sie hier hinein. Also die tue ich jetzt hier einfach drüber. Ihr seht, ich habe hier verschiedene Ebenen schon gemacht und ich beginne hier, die Grundebene habe ich jetzt mal braun genommen, also nicht nur braun, sondern es ist so So eine ein Kartonoptik so irgendwie, ne? Kartonoptik. Ihr werdet aber sehen, was man aus dieser Kartonoptik schlussendlich machen kann. Schlussendlich sieht es dann nicht aus wie Karton, sondern wie glänzendes Kupfer oder so. Das macht dann so viel aus, aber das werdet ihr später sehen. Der Glanz. Ohne Glanz sieht es aus wie Karton, ist klar. Aber Genau, das das machen wir ist, aber später mit der genau, das muss Spatula, man aber ne? ein bisschen probieren, welche Materialien, was ich rausholen kann. Also jetzt im Ja. Moment sieht es aus wie Karton, für das habe ich mich jetzt hier entschlossen. So, und wenn ich jetzt dann den Würfel habe, habe ich mich entschlossen, auf diese Seiten, ich nehme jetzt mal die UV weg, Entschuldigung. Ha, die UV, seht ihr, wie es drüber passt? Habe ich mich entschlossen, hier Marmor, Holz, Moos, eine Mauer und hier noch Metall zu nehmen. Und das habe ich aus den Grafiken aus der Internetseite, also aus den Beispielen, habe ich mir die Würdest du geholt. noch mal die UV-Map Ja, überlegen? dann lege ich jetzt hier nochmal drüber. Genau, also die ist natürlich ohne, also die gehört nachher nicht mehr in die Grafik rein. Das waren ja nur Hilfslinien für uns, damit Richtig. wir wissen, wo das ist. Und Chris hat das jetzt hier auch gezeigt. Also ihr werdet nachher um diese Texturflächen einen Rand im Würfel haben. Ich zeige euch das tatsächlich auch noch mal im LS. Das ist eben genau das, was hier nachher drumherum liegt. Also ich gehe jetzt hier rum, sehe hier die Metallplatte. Hier entsprechend die Mauer in der Diffuse Map, da hier das Marmor, oben drauf diese Grasnummer und ihr habt es gesehen von unten, ich kann es mal ganz kurz zeigen, von unten ist halt keine Textur drauf, ne? Und das ist das, was Chris da gerade auf dem Bildschirm hat.
Das könnt ihr da sehen. Nur damit ihr den Zusammenhang jetzt habt, wie es nachher im Spiel auch aussehen kann. Genau, ja, richtig. Gut, ja, also dann muss ich mir halt die Mühe machen und nehme dann halt so eine Mauer zum Beispiel, die ich mir vom Internet geholt habe, das Bild. Das habe ich dann jetzt hier. Da muss ich mir halt die Mühe machen und dann die Größe. Und da muss ich mir vorstellen, wie will ich es haben? Will ich die ganze Würfelfläche ausfüllen hier? Oder wie ich jetzt im Kopf gehabt habe, nur so viel? Und das soll dann später wie tiefer liegen in der Fläche? Soll dann ein bisschen nach innen gehen, wie ein Fensterchen. So habe ich mir das eben vorgestellt. Deshalb mache ich die Materialien nicht ganz raus bis zum Würfelrand, sondern so. Das ist der Grund, wieso dass ich es so mache. Weil das werdet ihr nachher sehen. Ich möchte, dass es dann aussieht wie ein Fenster. Und dann nehme ich mir ungefähr die Größe, die ich möchte. Und der Tiefe kommt später nicht im 3D-Objekt, sondern das machen wir später in dem nächsten genau. Video. Da geht es um die Normal Map und die bringt uns einen 3D-Effekt. Aber da kommen wir später zu. Da kommen wir später dazu, ja. Aber dass ihr das auch schon jetzt im Kopf habt, damit ihr wisst, was muss ich nachher machen. Wenn ich jetzt natürlich zu groß hier Line zeichne, dann muss ich es wieder ändern, oder? Also meine Ideen müssten jetzt eigentlich präsent sein und ich muss mich dann auch an das halten, sonst mache ich es dann zwei oder dreimal. Also, dann stelle ich mir das eben vor, mache hier ungefähr diese Größe, lese diese Größe hier unten ab und weiß, circa 200 auf 200 muss es sein. Mache da halt diese Mauer. Das muss ich euch vermutlich hier zeigen, wie ein Zeichnungsprogramm funktioniert. Ich mache es jetzt trotzdem kurz. Ich gehe hier auf 200 runter. Und schon habe ich hier einen Würfel, also eine Fläche von 200 mal 200 und die kann ich dann so nehmen. Ich kann sie kopieren, mache hier noch eine Ebene dazu, aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass ich direkt immer auf das Material zeichne, sondern diese Ebene kann ich im Notfall dann wieder löschen. Und seht ihr, so habe ich es jetzt schon gemacht. Also man muss natürlich noch die Größen ein bisschen schöner machen hier. Das ist einfach die Mechanik, wie das funktioniert mit hier rübernehmen. Ja. Von der Textur, also von der Grafik, die ich runter gedownloadet habe, hier ins Paint rein und die Größen. Es ist immer zu empfehlen, auch die genau das eben zu machen, mit den Ebenen zu arbeiten, den Grafikprogramm, ob das jetzt Paint.net oder Photoshop oder sonst was ist, arbeitet immer mit den Ebenen, weil die unabhängig voneinander funktionieren. Die könnt ihr nachträglich löschen oder rausmalen oder ausblenden. Das ist immer ein Backup für euch, dann, damit ihr Schritte zurückgehen könnt. Wenn ihr direkt das auf den Würfel draufpackt und speichert, dann ist das halt durch, dann ist die Ebene zerstört, dann müsst ihr die komplett nochmal neu machen und so könnt ihr einzelne Ebene bearbeiten. Genau. Wenn ich jetzt hier da einfach würde etwas reinzeichnen, was ich natürlich kann, und dann zeichne ich hier etwas rein. So, und jetzt habe ich das auf diese Ebene gezeichnet, also auf meine Texturierung. Und wenn ich das jetzt noch speichere, dann ist die Texturierung futsch eigentlich, dann muss ich das nochmal neu machen. Genau. Das habe ich ja verzeichnet dann. Und dasselbe mit dieser Texturierung, die ich jetzt hier gemacht habe. Wenn ich die direkt hier unten auf den Karton legen würde, oder? Und dann merke ich, nein, das will ich trotzdem, will ich nicht, oder? Dann muss ich es wieder neu machen. So kann ich einfach nur die Ebene löschen. Schon ist er wieder weg. Deshalb sage ich immer eine Ebene machen für so Sachen. Verbinden kann man immer, trennen nachher ist nicht mehr oder schwieriger dann. Ja, genau. Okay. Dann haben wir jetzt diese Materialien gemacht, oder? Ich habe hier eine, wie gesagt, Mauer, Metall, Holz. Die UV stimmt natürlich noch. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ist jetzt aber nicht mehr nötig, aber ich mache hier noch eine Eingrenzung. So. Dann nehmen wir das Ganze weg. Das wäre jetzt eigentlich die erstellte Diffuse. So sieht dann die reine Grafik aus. Wieso der Rand ringsum, wieso man den Rand noch hier macht, der ist grundsätzlich nicht nötig, denn ihr seht ja, das Modell geht wirklich nur hier rüber und alles außerhalb wird gar nicht mit einbezogen in das Modell. Deshalb, so ein Rand wäre nicht nötig. Ich mache ihn aber. Kann ich schon sagen, warum der durchaus Sinn macht. Ja. Weil die Bildfläche, wenn du einen Rand hast, die schluckt weniger Performance, also oder weniger Speicherplatz. Dann wird die Datei kleiner, weil die ja sonst
tatsächlich diese ganzen Texturierungen, die du außenrum noch hast, die musst du ja mit speichern, die einzelnen Pixel, und schwarz ist halt. Ah, stimmt, hast du völlig recht. Ja. Also dadurch können Ein wir uns den Speicherverbrauch reduzieren. Ja, ein guter Input, tatsächlich, ja. Ist so, ja. Also, dann kann man das jetzt, wenn man zufrieden ist, kann man das so speichern, dann nimmt man hier aber die UV weg. Dann, wenn man sich dann sicher ist, macht man die Ebenen zusammen und dann speichert man das Ganze hier zum Beispiel. Geben wir dem Namen immer Diffuse natürlich, damit ich weiß, was ich hier habe, oder? Und dann kann ich sagen, Würfel, Diffuse. Und jetzt wichtig, immer eine DDS machen. Ha? Kann Paint.net das nativ, also ohne irgendwelche Add-ons? Ja, das ist so. Ja, guck, kann das ist cool. Paint. Ich kann dann auch verschiedene Einstellungen machen, wie genau ich das DDS haben möchte. Aber die Standardeinstellungen stimmen nicht schlecht. Jetzt mache ich hier mal aber ein Beispiel. Jetzt nehmen wir mal ein Muster, nicht, dass ich jetzt das irgendwie beschreibe. Jetzt speichere ich das als Muster-DDS. Mhm. Giants braucht DDS, also die arbeiten mit DDS, deshalb DDS. Wenn ich hier speichere, kommt die Frage, ob ich es im, und das ist jetzt wichtig an die da draußen, na, an mhm. euch. Und zwar habe ich DDX 1, 3 und 5. Und eine DTX 1 speichert keine transparenten Stellen. Also wenn ich keine Transparenz habe in meinem Bild, das ich speichern möchte, dann kann ich DTX 1 auswählen. Wenn ich jetzt aber ein Fenster habe, zum Beispiel, das ein bisschen durchlässig sein muss, wenn ich jetzt eine transparente Fläche habe, die nur ein bisschen durchsichtig sein muss, zum Beispiel, dann kann ich DTX 3 oder muss ich dann DTX 3 verwenden? Oder also wenn ich dann zum Beispiel also bei Decals kennt ihr das vielleicht, ja, bei Logos, die ihr auf die genau. Seite drauf macht, da habt ihr dann einen Schriftzug und der Außenbereich wird halt ausgeschnitten, der muss transparent dargestellt werden. Richtig. Und das wäre dann genau das nächste Beispiel. Die Logos sind dann viel heikler, die müssen dann mit der DTX 5 abgespeichert werden. Die speichert dann auch die transparenten, feinen Übergänge zu den, wie sagt man, zu den festen Farben. Also zu den deckenden, nein, zu den deckenden Farben. Ach so. Oder du hast ja, ich kann jetzt hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel kann ich jetzt rausschneiden. Jetzt habe ich hier keine ja, feinen Übergänge, oder? Hier habe ich jetzt einfach eine harte Kante und das hier ist transparent. Da genügt mir die Speicherung des DTX 3. Aber wenn ich jetzt anfange hier, und das ist bei den Logos immer so, feine Übergänge zu machen, seht ihr das? Ja, dann hat man diese Pixel. Genau, ich kann es noch feiner machen, oder? Hier so. Ja. Und das speichert dann DTX nicht mehr. Das gibt, DTX macht dann immer eine harte Linie zwischen den Transparenz und den deckenden Materialien. Da muss ich dann wirklich auf die, was habe ich gesagt, auf die DTX, machen wir das mal so. DXT5, oder? Ja, genau. So, auf die DTX 5, DXT5 wechseln. Bei feinen Übergängen. Also man kann eigentlich immer das DXT5 drin lassen. Es nimmt nur bei großen Grafiken, nimmt es dann ein bisschen mehr Speicher weg. Man muss sich das dann vielleicht überlegen. Aber jetzt bei einer 1024 spielt es nicht seine Rolle. Aber ja, dass man das auch versteht. Also probiert das gerne aus. Ja, wenn genau. Ihr die Speichergröße einfach mal wissen wollt, was dazwischen liegt bei eurer Grafik, mhm, das hängt natürlich auch von dem aus, was ihr da gerade macht. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, damit es gelingt, nehmt es immer dieses DXT5. Wenn, mhm, ihr stark auf Performance achten wollt, dann probiert es wirklich aus, rechnet es runter, guckt euch das Ergebnis an und überlegt, ob es das eben das wert ist, da nochmal an, ja, was weiß ich, an einem halben, also an 500, an 0,5 MB zu sparen oder so. Das kann durchaus sein bei so großen Dateien, dass man die, genau, dann
auch einsparen kann. Aber probiert es aus und das ist wirklich sehr feine Optimierung von eurem Mod. Das ist wirklich, ja, ist so. Und du kommst zum Teil, also teilweise kommst du auch gar nicht drum, die DXT5 zu nehmen. Wenn du so Übergänge hast, musst du das nehmen. Sonst wird hier abgeschnitten und dann ist es kantig und das, dann bleibt dir das ja nichts übrig, oder? Ja, dann blitzt es auch tatsächlich oft durch. Gerade bei den Logos blitzt dann oft durch. Ja. So Sieht dann nicht schön Hintergründe. Und aus. wenn man dann die Datei nicht gut vorbereitet hat mit dem Hintergrund, dann hat man genauso schwache Übergänge. Das kann schon mal sein, ja. Gut, dann habe ich das jetzt abgespeichert. Wir gehen hier rüber und sehen hier die Fuse DDS. Die jetzt nochmal auf. Ist jetzt nicht mehr ein Projekt, nicht mehr verschiedene Ebenen, sondern es ist wirklich die reine Diffuse-Grafik. Und die können wir jetzt verwenden. Genau, das ist auch noch ein Tipp. Wenn ihr die DDS gespeichert habt, heißt das nicht, dass eure Ursprungsdaten noch da sind. Die Datei wird zusammengeführt und die nachher zu verändern ist halt extrem schwierig. Das heißt, speichert bitte euer .NET-Projekt auch noch ab. Mhm. Also ihr solltet eine PDN-Datei, wie der Chris hier eben hat, noch in irgendeinem Projektordner vorliegen haben. Hat nachher nichts in dem Mod zu suchen, weil die einfach das Projekt nur aufbläht. Mhm. Aber ihr solltet die wirklich als Originaldatei noch haben. Ja, die braucht es natürlich unter eurem privaten Projekt, dass ihr immer wieder darauf zugreifen könnt, noch etwas verändern könnt, etc. Genau. Die gehört natürlich nicht in den Mod. In den Mod gehört dann nur die fixfertige Diffuse. Also. Ja. Und wenn ich jetzt die Diffuse hier, gehen wir nur mal die da. Jetzt gehe ich wieder zu Blender. Jetzt öffne ich Blender nochmal. Und jetzt verknüpfe ich meinen Würfel mit der Diffuse. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Würfel. Dann gehe ich hier rüber. Und dann lade ich hier über Image, also wenn ich vorher das schwarze Bild gehabt habe, kann ich hier auf Image und dann kann ich Replace machen. Dann kann ich diese Diffuse auswählen mit der Größe 1024x1024. Und dann klicke ich hier doppelt drauf und dann lädt es mir die einfach rein. Und das da, das bleibt ja so. Das bleibt immer an derselben Stelle. Und dann sieht es dann so aus. Also wie wir schon im Paint gesehen haben, so sieht es jetzt da auch aus. Und dann verknüpfe ich das. Wie dass ihr das verknüpft, wie dass ihr hier die Materialzuordnung im Blender macht, ist ein bisschen eine kompliziertere Angelegenheit. Da würde ich euch empfehlen, dann wirklich über ein Tutorial schauen, weil ich muss hier dem Würfel natürlich ein Material geben. Wenn ich denn das Material jetzt natürlich einfach wegnehme, dann ist er wieder weiß, oder? Das heißt, ich muss hier zuerst einmal ein Material erstellen, New, dann bekomme ich das über und von dem aus muss ich dann arbeiten. Aber da muss ich schon ein bisschen wissen, wie ich es dann machen muss. Auch das ist nicht so eine große Sache. Eigentlich ist es relativ einfach. Ich weiß nicht, ob wir da dann zu weit gehen würden jetzt. Darum wähle ich jetzt mein erstelltes Material aus hier. Das ist nichts anderes als ich gebe dem Output-Kästchen hier unten, gebe ich die Information, was es laden soll. Und hier lädt es mir natürlich, da kann ich die Datei auch noch auswählen. Aber schaut euch bitte ein Tutorial an. Dann verbindet sich das miteinander und sieht dann wirklich nachher so aus. Also die Texturierung wird dann mit dem Objekt verbunden. Oder soll ich das auch noch kurz zeigen, Mario? Ne, wir haben es ja jetzt, ne? Eigentlich ist es ja schon da. Ansonsten, wenn es wirklich dazu geht, da was machen zu müssen, wenn ihr sagt, ihr findet dazu nichts, liebe Zuschauer, dann können wir das gerne nochmal machen. Also ohne Quatsch, wir nehmen das gerne auf, aber es gibt dazu gibt es wirklich viele, viele Tutorials, wie ihr die Diffuse Map sucht mal nach Diffuse und Blender, dann werdet ihr da ganz viel zu finden und vielleicht finden wir sogar was Passendes für die Videobeschreibung. Genau. Also wenn ich schon einen Würfel mit Blender erstelle, muss ich dann natürlich schon wissen, wie ich ein Material noch hinzufüge, denn ansonsten nützt mir das nicht wirklich viel. Ich will ja auch sehen jetzt im Blender, wie es aussieht. Ich kann natürlich den Würfel auch ohne Material jetzt
machen. Und dann kann ich jetzt einfach das Ganze dann im GE, also im Giants Editor, kann ich dann schauen, wie es dann dort kommt. Kann ich jetzt auch. Kann dann das Endergebnis, ja, aber genau, man kann das, wollte sagen, man kann natürlich, wenn man kann ich auch, richtig oder? Fit ist, dann kann man es auch nachher im GE einfach verbinden. Ja, wenn man richtig. Da Diffuse, Normal und Specular auch verbinden kann, diese überlegenden. Das kann man, Dateien. Das kann man machen, blind, ohne dass ich jetzt einmal eine Vorschau habe, kann ich das machen im GE. Das ist auch nicht so ein Problem, da kommen wir dann sowieso nochmal dazu, aber ich weiß dann halt nicht wirklich, ja, wie es dann jetzt effektiv im GE aussieht, muss ich dann die Texturierung nochmal bearbeiten oder nicht. Genau. Und im Blender habe ich dann wirklich die Möglichkeit, ohne dass ich es schon bereits im GE machen muss, sehe ich schon, stimmt das mit den Vierecken hier oder stimmt das nicht, dann kann ich... Wenn man wirklich direkt vorne drauf geschrieben hat, kann man sehen, oder? Und sonst muss ich den GE starten, muss das Projekt dort reinladen und das, ich mache mir die Arbeit einfach zweimal. Also wenn ich Blender schon benutze für den Würfel, dann muss ich dort wirklich noch das Material schon wissen, wie ich das noch hinzufüge. Wie gesagt, das ist auch wirklich keine Hexerei. Und wenn man es wünscht, können wir es schon noch zeigen. Also so ist es nicht. Aber dann haben wir jetzt den Würfel hier so fertig, eigentlich. Also die Texturierung sieht gut aus, würde ich sagen, auf dem Würfel. Und der nächste Schritt, lieber Mario, wäre dann eigentlich schon, würden wir dann schon rübergehen zu der Normalmap, also zu den Erhöhungen und Tiefungen, die der Würfel jetzt ja haben soll. Da diese Fensterchen, die ein bisschen hineingucken müssen und... Das kann ich ja nochmal zeigen, was wir dann im nächsten Video machen. Also schaltet gerne im nächsten Video wieder ein. Lasst uns ein Däumchen da, wenn ihr jetzt gerade noch zuguckt. Und schreibt uns in die Kommentare natürlich auch gerne, was ihr noch sehen wollt. Wie gesagt, jetzt ist erstmal rein die 2D-Textur erstellt worden. Wir haben uns die Vorschau im Blender angeguckt. Und hier seht ihr eben, wie es dann später im Giants Editor beziehungsweise dann im Spiel aussieht. Und als nächstes, im nächsten Video, kommen wir eben zu diesem Würfel. Und da seht ihr, es gibt 3D-Effekte an diesem Würfel. Es gibt abgerundete Kanten, es gibt eben diese Fenster, von denen der Chris gesprochen hat, wo es so nach Vertiefungen aussieht. Das Spiel rendert diese Schatten tatsächlich dynamisch, auch nur mit einem Bild. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Da freuen wir uns und sagen für heute Tschüss. Ja, verabschiede mich auch noch und Tschüss. Alles Gute. Bye, bye. Alles Gute. Ade.